damit willkommen zu Truckers MP. Eine kleine Erklärung zu dem Dispatcher, wie das da so alles funktioniert. Wie ihr da was einstellen könnt und wie ihr Aufträge von euren Nachbarn, Kollegen, Firmenmitgliedern, wie auch immer da annehmen könnt. Zum einen müsst ihr erstmal Tab drücken, dass das Fenster aufgeht. Und dann könnt ihr mit der Maustaste, die rechte Maustaste drücken und habt dann die Maus. Zuallererst würde ich empfehlen, hier auf das Zahnrädchen zu gehen, ein paar Einstellungen zu machen. Wie zum Beispiel Job Sharing Privacy, dass den auch jeder annehmen kann, auf Public stellen. Auf Privat sieht es halt keiner, da kann keiner den Job, den ihr fahrt, quasi auch machen. Ihr könnt auch sagen, nee, nur Steam-Freunde oder halt Public. Das kann jeder machen, dann ist auch für eure Freunde oder Firma, sag ich mal, da kein Hindernis, dass jemand das mitfahren kann oder halt Fremde, die jetzt nicht unbedingt bei eurer Steam-Liste da drin sind, können dann da auch mitfahren. Dann Follow Privacy ist eigentlich das gleiche. Könntest du sagen halt Steam-Freunde Only. Ja, mit dem Follow weiß ich auch noch nicht so ganz, wie das da so alles drin ist. Auf jeden Fall die Job-Sharing-Privacy würde ich empfehlen, auf Public zu stellen, dass jeder wirklich auch Leute, die ihr so unterwegs trefft, dass die mitfahren können oder ihr, also falls die das auch so haben, dann könnt ihr auch den Auftrag von denen auch annehmen. Genau. Und wenn wir uns einen Job erstellen, haben wir so eine Mappe mit einer Lupe. Da können wir jetzt einfach sagen, von wo wir starten. Meistens zieht er sich die Firma, wo wir gerade stehen. Also in dem Fall die hier. Das ist schon die nächste. Und wir können dann halt sagen, wo wir hinfahren wollen. Dann haben wir eine ganze Liste. Wir können es einmal anklicken. Wir können aber auch sagen, wir schreiben das rein. Zum Beispiel Köln. Und dann wählen wir das einfach aus und sagen, oder wollen eine bestimmte Firma, wo wir hinfahren. Können wir das alles auswählen. Soweit zu dem Startziel. Dann können wir natürlich sagen, welche Frachten wir mitnehmen. Da würde ich aber immer erst empfehlen, auf den Trailer vorher auszuwählen. Die Route angepasst. Dass wir über den Großteil. Jetzt kommt ein bisschen Funk rein. Naja, auf jeden Fall können wir hier einmal den Trailer auswählen, falls ihr noch keinen habt. Also wenn ihr ohne Trailer fährt. Wir können auch sagen, wir nehmen unseren eigenen Trailer, den wir angehangen haben. Ne? Call it own Trailer. Wir können natürlich auch, wenn wir jetzt von jemand anders den Auftrag nehmen, können wir den Trailer auch kopieren. Das kann ich euch mal hier kurz zeigen. Wir nehmen einfach mal den hier und dann Rechtsklick auf den Namen und dann Copy Current Job. Okay, er hat es nicht geteilt. Nehmen wir den nächsten. Auch nicht geteilt. Auch nicht geteilt. Hat hier irgendwann noch was geteilt? Okay, das ist natürlich jetzt blöd. Copy. Da. Den können wir jetzt kopieren und sehen wir auch gleich, wo es hingehen soll. Von Bergen nach Kalmanta, Griechenland. Und hier würde er dann den Trailer nehmen, der empfohlen ist. Medizinische Impfstoffe, den Kühler, zwei Auflieger. Wir können natürlich auch hier sagen, wir wollen unseren eigenen haben und dann schwenkt er aber schon die Fracht um, weil ich habe halt Diesel-Trailer drauf. Na, da können wir Heizöl, Öl, Kerosin und so mitnehmen. Genau. Dann können wir auch noch sagen, dass er nur kompatible Cargos bei den Firmen anzeigen soll. Das heißt, wenn ich hier halt schon eine falsche Startfirma, also ich würde das gar nicht erst reinmachen, den Haken. Ja, wichtig ist halt eigener Trailer oder Trailer kopieren. Dann könnt ihr sagen, ja, den Job bitte automatisch schon direkt annehmen. Und wir können sagen, dass der Misch bitte hin navigieren soll. Ne? Also jetzt hier den Job automatisch annehmen und navigate. Kann man auch machen. Meistens sage ich, nee, Job annehmen, das reicht schon. Das ist die Schwierigkeit. Kann man noch einstellen. Also wie man einparken will. Ich nehme immer urgent, also fortgeschritten. Dann kann man schön rückwärts den Trailer reindrücken. Ja, ansonsten gibt es da nicht viel zu sagen. Gehen jetzt nochmal hier rein. Ich will ja einen eigenen. Also wir stehen jetzt hier schon. Das hat er schon so ausgewählt. Dann will ich jetzt hin nach. Was machen wir denn mal?
hier in Spanien und will jetzt nach dahin. Und dann kann ich sagen, noch einparken so. Eigene Trailer hat er einen Haken schon drin. Ich will mitnehmen, aber Diesel. Take Job immediately und dann einfach Generate Job Offer. So. Drückt ihr dann da drauf. Seht ihr erstmal auf der Karte nichts. Also hier unten rechts in der Karte. Da werdet ihr erstmal nichts sehen, wo der Anhänger ist. Also die Fahne. Ihr müsst euch einen Meter so bewegen oder ein Müh, sag ich mal. Ne? So ein bisschen anfahren und dann kommt schon die Fahne. Und da müsst ihr dann einparken, beziehungsweise steht da euer Trailer dann schon. Ja. Das war's eigentlich schon zu der ganzen Geschichte. Mehr ist da nicht dran. Ist kein Zauberkunstwerk. Wenn man es so ein, zweimal gemacht hat, hat man so seine Routine drin. Wie gesagt, hier auf diese, auf das Klemmbrett mit der Lupe. Auftrag einmal erstellen. Und dann die Haken halt gucken, ob das alles passt. Und dann einfach Generate Job Offer. Fertig. Ja. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen.